Was ist los mit mir? Gar nichts. Nur wünschst du dir nicht manchmal, du könntest einfach zurückgehen, deine Vergangenheit neu schreiben, andere Entscheidungen treffen? Eine Zeitreise macht mehr Mühe, als sie wert ist. Gutes Argument. Ja. Das meinst du metaphorisch, richtig? Nein. Natürlich nicht. Das ist das Sicherheitsbüro? Tja, das Schild da oben, das einen den Kopf einschlagen kann, deutet zumindest darauf hin. Und am Ende hast du dann auch irgendwie so einen Butterfly-Effekt oder wie das heißt. Und am Ende ist alles noch schlimmer als vorher, nur weil du irgendeine Kleinigkeit geändert hast. Das will man dann vielleicht auch nicht eingehen. Keiner da. Wir wollen zu Dürlin. Habt ihr einen Termin? Ach, da ist ja doch einer. Nein? Hatte hier jemals jemand einen Termin? Dann erstmal Formular A38 ausfüllen. Willst du hier was holen, Kumpel? Glaubst du, weil du einen abgetrennten Kopf am Gürtel trägst, nehme ich vor lauter Angst Estrids Erweiterungsvorschlag an? Wir suchen einen Gefangenen Odins. Er wird in einer Mine festgehalten. Freunde meinten, du kannst helfen. Woher hast du... Ihren Kopf hast du auch damit abgetrennt, ja? Sie war meine Frau. Tinette und ich haben uns gefragt, wo sie war, nachdem unser Coup hier fehlschlug. Fehlschlug? Ja, komm, komm. Fehlschlug. Faye ist tot. Die Besten sind tot. Und die Überlebenden zahlen den Preis. Ich fürchte, ich kann euch mit eurem Gefangenenproblem nicht helfen. Aber er weiß vielleicht, wie man Odin aufhält und Svartalfheim von den Asen befreit. Ich habe nicht vor, mich nochmal mit dem Allvater anzulegen. Wartet, bevor ihr geht. Was ist das? Eine Strafe. Hygieneverstoß wegen unsachgemäßen Transportes eines Kopfes. Ernsthaft jetzt? Für das Aussprechen des Vornamens des Allvaters. Oh. Und für das Versauen meines Tisches. Eine Strafe? Nicht sein Ernst. Bezahlt, wenn ihr wollt. Ja? Los aus meinem Büro. Na, scheiß Strafe, ey. Der wagt sich Sachen. Was steht denn in der Strafe denn? Was genau an raus aus meinem Büro versteht ihr nicht? Du sagtest, sie heißt Tiner? Oh. Oh, klar. Ist das ein Apfel? Danke. Ja, was ist das? Schätze ich. Ein Stein? Toll. Kann ich noch irgendwas aus deinem Laden mitnehmen oder so? Blöde Strafe, ey. Oh, toll. Oh, hey. Da sind ja schon wieder ein paar. Hey, das ist keine Strafe. Nicht jetzt. Vor uns sind Feinde. Doch nicht. Krieg die von hier. Boah. Das geht. Sauber! Oh.
Hand! Wir müssen ihn runterholen! Hinter dir! Gib! Na, da oben noch. Rechte Seite. Oh, da kommen wir noch mal. Das wäre der letzte. Über dir, Vorsicht! So, weg mit dir. Hör auf ausweichen. Kam aus dem Nichts. Hinter dir, Vorsicht! Kleinen Penner die Maus ausweichen. Na, geht doch. Und weg mit ihm. So, soll ich erst da hochkommen, oder? Na, geht doch. Meine Güte. Oh, Mist hier. Also gut, wie ich schon sagte. Ich glaube, Dylin zeichnete den Weg auf. Der Zwerg gab uns eine Karte. In etwa. Tja, du hast den gerochen. Aber sie führt wohl zu einer Mine hinter dem Berg. Ah. Tier, Dylin hat uns geholfen. Nicht jeder benutzt Äxte und Pfeile zum Kämpfen. So, oh Gott, ich weiß schon mal nicht mehr, wo ich hingehen soll. Eigentlich wollte ich jetzt auch schon wieder aufhören. Nach seinem Sicherheitsbüro, aber ach, jetzt bin ich schon wieder mitten im Kampf drin. Einfach nicht aufhören. So, das nehmen wir mal mit. So, hier drüben war noch ein Turm. Endlich mal wieder Zeit, dass Sindri mal wieder da ist oder Brook. Haben wieder eine Menge Zeug gesammelt. Das Ding könnte uns hoch auf den Berg bringen. Vielleicht finden wir dort oben eine Mine. Ah, nichts übertrifft eine Fahrt mit dem Zwergenzug. Okay, ich glaube jetzt mal wirklich mal Feierabend für heute.
Wo ich jetzt auch schon wieder weiter rumsuchen will. So, wir speichern mal. So, sind wir mal, nämlich immer später. Wir haben schon wieder kurz vor eins. So, gehen wir mal ins Stream-Ending-Bildschirm. War auch schon wieder über 5 Stunden, die wir gestreamt haben. Auf jeden Fall echt cool. Freue mich, wie es weitergeht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch gerne mal bei YouTube vorbei. Beziehungsweise, wenn das hier wahrscheinlich nach dem vorherigen Teil dann online kommt, schaut auch gerne bei Twitch vorbei. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Stream. Wir spielen heute God of War Ragnarök weiter und ich hoffe, dass wir sehr, sehr schnell wieder zurück in unsere Eiswelt kommen. Weil mir ist dezent warm. Meine Anzeige sagt gerade 28 Grad, ist mir viel zu warm. Und jetzt sind wir auch noch in einem Bereich, wo es generell auch warm ist. Passt ja irgendwie. Können wir eigentlich wieder zurückgehen? Ja, das geht. Okay. Das ist schön. Ja, stimmt. Hier hatten wir ja unseren Kampf. Das ist schön, dass wir wieder zurück können. Da haben wir noch ein bisschen Heilung übersehen. Da brauchen wir sowieso gar nicht. Wir sind ja Profis hier. Mensch, was habe ich denn über alles übersehen hier das letzte Mal? Na gut, dann wollen wir mal. Auf der Suche nach Tür. Dylan hatten wir das letzte Mal besucht. Der uns erstmal eine Strafe angehängt hat. Ja, ist auf jeden Fall ein toller Start. Genau. Das Ding könnte uns hoch auf den Berg bringen. Vielleicht finden wir dort auch eine Mine. Ah, nichts übertrifft eine Fahrt mit dem Zwergenzug. Kann ich dort einfrieren? Nee. Sieht so verdächtig aus. Ah, wahrscheinlich, weil eine Truhe dahinter versteckt ist. Die nehmen wir mal mit. Noch so ein Grab. Wenn die noch eine bestimmte Bedeutung haben. Zug auf den Berg, wenn du bereit bist. Ja, ich bin noch nicht bereit. Merkst du doch. Ich muss erst mal Gräber lesen. Also so viel habe ich glaube ich noch nicht gelernt. Oh, hier hinten kommen wir auch noch weiter. Der Grimm hatte natürlich wieder Geld dabei. Ah, das ist schnell weiß. Okay. Mann, ich will das da auch schon können. Darauf müssen wir noch ein bisschen warten. Na gut, dann gehen wir halt nach oben. Bevor ich hier noch weiter bedrängelt werde. Wer hat das Ding hier gerade angemacht? Fährt er von alleine los, wenn man sich hier reinsetzt. Heimdall, diesen Namen will ich gar nicht. Niemand hat ihn ausgesprochen, außer dir. Dürrlin, er musste es gar nicht sagen, es war ihm ins Gesicht geschrieben. Oder eingebrannt, in seinen Kopf. Er hat das in Dürrlins Kopf eingebrannt? Gescheiterte Rebellionen führen zu schnellen, dauerhaften Bestrafungen. Er ist ein Hauptmann von Odin. Ja, und der Träger des Gjallarhorns. Ein wahrer Gläubiger, dieser Mann. Nichts macht Menschen gefährlicher als fehlende Zweifel. Ich glaube, wir sind gleich da, oder? Ja. Wir sind wohl da. Na los. Hier lang. Da ist noch ein Zug. Schauen wir, wie wir dorthin kommen. Die Schmiede. Okay. Ja, wir haben wieder eine coole Aussicht. Mann, die Schlange fehlt mir ein bisschen. Ich war schon wieder ein Odin-Vogel. Würde hier auf jeden Fall ganz gut reinpassen. Wo bist du? War eben so laut. Naja. Ich da auch unter mir. Ich glaube irgendwo weiter links. Sieht man von hier. Ja doch, das da, ne? Das ist unser Freund. Ich habe vergessen, wie sein Name war. Schild auf jeden Fall auch noch. War sicher ganz schön, ne? Das Tier zu finden, unser bester Schutz. Odin wollte das offenbar unbedingt verhindern. Sobald Tyr frei ist,
und wieder Kriegsgott sein kann, hat Odin gar keine Zeit mehr für uns. Wenn das sein Krieg sein soll, kann er ihn haben. Da ist er, ich hab ihn noch gesehen. Ah! Okay, der zieht hier seine Kreisen mal wieder. Okay, warte mal, bis er hier wieder rumkommt. Ah, zu langsam Kratos. Okay, wir haben ihn gleich. Nein, zu langsam! Oh, nur weil mein Junge im Weg steht, der irritiert mich die ganze Zeit. So. Kopf einziehen. Ach komm. Scheiß Drecksvogel. Mann. Jetzt aber. Im ersten Spiel sitzen die wenigstens noch irgendwo rum. Bewegen sich nicht. Das kann doch nicht sein. Okay. Konzentration. Da kommt er. Mann! Diesen blöden Vogel kriegen. Als ob. Den hatte ich doch aber so was von. Na, geht doch. Halleluja. Wir können weiter. 50 EP kriege ich auch noch. Schön. Oh, da ist ein Herz. Das ist ja süß. Und wieder eine Tour. Okay. Mal wieder Rätsel raten, wo die Steine sind. Da ist schon mal eins. Dafür brauchen wir mehr Spezialausrüstung. Nein, das geht auch so. Ich glaube, das funktioniert nicht, Bruder. Kommen wir später wieder. Mann, ich möchte jetzt aber. Gewalt. Wir brauchen dafür ja, okay, wohl mehr Spezialausrüstung. Ich komme ja schon. Das nehme ich aber mit. Ausgeschaltet, aber ja. Wahrscheinlich eine von Bari, dem Zwerg, dem Erbauer der großen Halle Lir. Mhm. So. Ich wette, das Ding ist bestimmt da oben kaputt, deswegen müssen wir bestimmt gleich durch den Tunnel. Ah ja, okay, hier ist eh versperrt. Aber gut. So weit kommen wir gar nicht. Das hat ein Krokodil. Wow, ist das ein Drecki? Was ist hier passiert? Sei vorsichtig. Ich glaube, der ist tot. Ja, mausetot. Hey, ich frage mich. Warte, warte. Ja, ist aber noch einer. Oh je, Drecki. Du hast keinen so schönen Namen wie Björn. Oh Gott. Entschuldigung, ich wollte dich nicht beleidigen. Ach komm, ich hab ja Rage. Let's go. Mike, ich spiel 2 Minuten, direkt wieder Bosskampf. Halten Sie... Was? Ich kann nicht so schnell lesen, Spiel. Welchen Wundangriff? Okay, ja. Ich kann gar nicht ausweichen. Zuckt da mal kurz zurück, wa? Ja, Runangriffe müssen aufgeladen werden, das wissen wir.
Heilung, gib mir Heilung. Nein! Nico, Heilung, Vieh. Gib mir eine Sekunde. Oh Gott. Warum ist der denn jetzt aufgeladen mit Strom? Shit. Ja, okay. Aber wir hätten uns vorher noch so einen Auferstehungsstein holen sollen. Ja, darüber habe ich letztens noch nachgedacht. Gut, dass mir das jetzt einfällt. Shit. Ja, wir werden auch direkt wieder reingeschmissen. Na komm, geh weg drauf. Da hinten liegt Heilung. Ja. Lass mich mal kurz, geh mal auf den Jungen. Au. Oh, raus da, raus da, raus da. Sohn, kümmere dich mal kurz um. Ah, shit. Ah, shit. Nein, ich bin gleich tot. Shit, shit. Wo ist Heilung? Wo ist Heilung? Haben wir überhaupt noch Heilung? Nein, wir sind tot. Ah, shit. Wir hatten ihn gefasst. Mein Gott, ey. Gerade ist angefangen. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Shit. Ich hab dir doch nichts getan, Mensch. Oh, kann ich werfen und das Schild gleichzeitig tragen? Okay. Das ist blöd. Hol doch mal dein Ding raus. Oh Gott. Nein. Shit.
Mann. Das kann noch ein bisschen dauern. Au. Shit. Nein! Weich doch aus! Weich doch! Oh! Seine Nase ist im Weg! Oh Gott, das war aber knapp. Shit. Ach, meine Axt ist nicht da. Oh mein Gott. Alter. Atheus macht Dinge. Holy shit. Er war nicht ohne. Bleib wachsam. Hier könnten noch andere sein. Meine Güte, einen Drachenzahn haben wir bekommen. Das war noch ein Krokodil. Von ihm getötet? Holy shit. Wart. Flammen des Leids. Ein schneller Aufwärtshieb, der ein Feuergeysir erzeugt. Unsere Gegner in die Nähe wegschleudert. Chaosklingen. Ah, nice. Ich glaube, dafür haben wir noch nichts. Was muss ich denn dafür drücken? Gar nichts. Cool. Da können wir direkt verbessern. Ja, komm, machen wir mal. Halleluja. Das war ja mal ein Kampf. So, stecken Sie das neue Runenjuwel in den Chaosklingen mit Zugriff auf einen mächtigen Runenangriff zu. Ja, let's go. Achso, haben wir schon. Bin dem Spiel schon wieder vorgeeilt. Klingenzusatz. Fluchte Herrscherin. Griffe. Mhm. Dann hat ihre Aggression sie beide getötet. Meine Güte. Bloß weiter. Da unten. Ich sehe eine Mine. Davon muss Düdling gesprochen haben. Und sie, ich sehe auf eine Truhe. Seite sind Schienen. Vielleicht der nächste Zug für uns. Vater, was wenn ein Krieg gegen Odin nicht allein Tyrs Kampf ist, sondern auch unserer? Krieg ist nicht der einzige Weg. Wir sind Götter. Bessere Götter. Wir wollen Ragnarök aufhalten, Leuten helfen. Und was, wenn dafür ein Krieg nötig ist? Atreus. Ja,
Ja, Krieg ist nicht die Lösung. Ich wusste auch noch niemanden. Ich glaube, so ein bisschen haben wir auch keine Wahl wahrscheinlich bei Odin. Verehrter Aufseher, erfüllt mit Scham und Traurigkeit muss ich berichten, dass ich die erforderliche Quote in dieser Saison nicht erfüllen kann. Gefeuert bist du! Und bin einfach nicht in der Lage, die Rüstung in der geforderten Qualität und Menge zu schmieden. Die Schuld dafür trage natürlich ich alleine. Ich hoffe sehr, dass mein Wissen um meine Schuld vielleicht dazu führen könnte, etwas milde walten zu lassen. Tatsächlich ist meine Produktion deutlich gesunken. Seit der Verletzung, die mir zugefügt wurden, nachdem ich die Quote beim letzten Mal nicht erfüllen konnte. Oh je. Und ich möchte die Annahme äußern, so respektvoll wie immer, dass weitere körperliche Züchtigungen meiner Produktion nur weiter schaden würden. Ich warte pflichtschuldig auf Antwort. Oh je. Da wird wohl keine Rüstung mehr schmieden. Oh je. Ah, wir können schon wieder überall hin. Ja, springen wir mal hier rüber. Und machen alles kaputt. Ja, Truhe. Auch wenn es nur eine kleine ist. So, was steht hier Schönes wieder dran? Schmiede voraus. Na, da sieh mal einer an. Die Schmiede. Könnte ein unbeschwerter Spaß oder ein anderer Ausdruck für den Groll der Zwerge über Odins Macht über Svartalfheim sein? Ist Fortschritt auch dann Fortschritt, wenn er unter dem Einfluss eines Unterdrückers geschieht? Hm. Schon? Zumindest ein bisschen, da liegt noch Zeug. Dann wollen wir mal. Ja, wollen wir mal nicht, ne? Das ist auch interessant, ob das... Na, ihr könnt eigentlich gar nicht sagen, wer da darstellen soll. Ich hatte gerade Odin im Kopf, weil Odin halt, aber... Hm. Wer weiß, okay, hier kommen wir noch nicht lang. Keiner sagt irgendwas, okay. Müssen wir uns den Schlüssel da wohl erstmal wieder irgendwo... besorgen. So ruhig hier. Nach diesem Kampf und der Musik können wir hier. Achso, Anlauf wahrscheinlich, ne? Nee, darf nicht. Okay, dann gehen wir hier hoch. Ist vielleicht doch ein bisschen weit für den alten Mann. Kommen wir aber runter. Okay, das war unerwartet. Und dann haben wir da geschmiedetes Eisen und Hacksilber. Okay. Das Übliche. Von da kann er springen, aber von hier nicht. Das ist auch interessant. Obwohl die Lücke von da nach da, glaube ich, weiter ist. Okay. Das sehe ich doch schon wieder von Weitem. Weg damit. Apropos, Moment. Was sind meine Chaosklingen eigentlich? Da. Ich hab schon fast vergessen. Hinter dir, pass auf! Bekommen. Weg damit.
Ist das Ding klein? Gut, wir müssen nach links. That's what she said. Warte, links von mir. Okay. Mach weiter. Okay. Hm, hoffentlich war's das. Wir haben's gleich. Nur noch ein bisschen nach links. Welches links? Ja, das war's. Okay, perfekt. Das müssen wir nochmal üben. Runde 2, dann mal los. Ja, Moment. Ich muss hier nochmal gucken. Mhm, spannend. Sehr schön. Wasserfälle. Bereit, wenn du es bist. Wo kommt der denn her? Das sieht aus wie so ein... Achso, das ist wieder so ein Ding. Wie von der Seite sah der aus wie so ein Faultier. Deswegen nicht gut, dass hier so ein totes Vieh rumliegt. Lag das da schon die ganze Zeit? Das sah ein bisschen aus wie ein Stein. Na gut.